Aber Sie sind Fernsehexperte dort, waren jetzt in Sotschi und natürlich aus gutem Grund. Sie sind nämlich einer der größten deutschen paralympischen Athleten gewesen. Und schauen wir einfach mal auf diese schönen Erfolge zurück. 27 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen. Matthias Berg ist einer der erfolgreichsten Deutschen im Behindertensport. An 7 Paralympics hat er teilgenommen. Bemerkenswerterweise sowohl im Winter als auch im Sommer. Egal ob auf Schnee oder der Tatanbahn, ob im Sprint, beim Weit- oder beim Hochsprung, der heute 52-Jährige war als aktiver Sportler ausgesprochen vielseitig. Bis heute hält er noch 3 Weltrekorde. Ja, hier sieht man gleich, wie es ihn richtig in die Kompression reindrückt. Und auch nach seiner aktiven Zeit widmet sich Matthias Berg dem Sport, hat viele Ehrenämter. Unter anderem kommentierte er bei den Paralympics in Sotschi. Ja, ist unglaublich. Was für eine Karriere und natürlich auch was für eine sportliche Karriere. Ich habe es gerade eben zu Ihnen gesagt, ich kann es gar nicht fassen. Erstens, dass Sie noch so viele Rekorde halten und vor allen Dingen Winter- und Sommerspiele. Wie geht das denn? Ja, ist eher selten. Ich bin da reingerutscht einfach. Ich bin so mit 13, 14 Jahren mal auf einer Skifreizeit gewesen für Familien, wo behinderte Kinder waren. Und da waren wir eben auch dabei. Und da gab es ein Abschlussrennen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich natürlich gefragt, wo gibt es noch mehr Rennen zu fahren? So einen kleinen Riesenslalom. Eher so aus Spaß. Aber das wurde dann ernsthafter. Und die gleichen Leute haben mich dann gefragt, was machst du im Sommer? Habe ich gesagt, nichts Besonderes. Schulsport, Vereinssport. Aber komm noch mal zu Wettbewerben. Und so bin ich in den Sommersport auch reingerutscht. Und Wintersport hat immer ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil man ist einfach draußen. Und Sommersport war ich tendenziell besser in den Ergebnissen. Und so habe ich einfach nichts sein gelassen. Und dann kam das irgendwie. Ich so Norwore, wie der Schwabe sagt. Überhaupt. Man muss dazu sagen, Sie sind kontergan geschädigt seit Ihrer Geburt. Ja. Ist es auch so gewesen, dass irgendwie Sie gleich dann in den Leistungssport reingegangen sind? Oder war das eben auch so ein Zufall wie gerade eben? Ja, es war so, also sportlich war ich schon immer. Sie waren einfach zu gut, hä? Sportlich war ich schon immer. Ja. Aber eigentlich über diese Freizeit erst bin ich in Richtung Leistungssport gerutscht. Mhm. Und da hat sich das entwickelt. Und dann natürlich, klar, man muss trainieren, man muss dranbleiben, der Kopf muss klar sein und alles, was dazugehört im Leistungssport. Sonst geht's natürlich nicht. Tolle Leistung haben auch wirklich die Athletinnen gebracht aus Baden-Württemberg, muss man sagen, dieses Jahr bei Sotschi. Ja. Was war für Sie so die größte Überraschung? Also es gab natürlich phänomenale Leistungen aus Bayern. Anna Schaffelhuber, 5-mal angetreten, 5-mal Gold, ist schier unglaublich. Aber auch Andrea Rotfuß aus Mitteltal hat toll abgeschnitten, 1-mal Gold, 2-mal Silber, ganz hervorragend. Und die hat schwer angefangen. Die hat nämlich 2-mal einen Ausfall gehabt im Abfahrtslauf, im Super-G. Und das ist schwer, mental auszustehen, zu verkraften, sich wieder motivieren, nach vorne gucken, ausblenden, dessen, was eben nicht gut lief. Die hat dann Gold im Slalom geholt und dann ging es nahezu noch mal 2-mal Silber. Aber die echte Überraschung war eigentlich Anja Wicker. Mhm. Anja Wicker aus Stuttgart. Und die hat im Biathlon 1-mal Gold, 1-mal Silber geholt und 22 Jahre alt, ganz jung dabei. Und das hatte sicherlich so niemand auf der Rechnung. Die war zwar immer gut in den Ergebnissen, aber so top dabei, das war, glaube ich, eine der größten Überraschungen. Und das sind, glaube ich, so die Gänsehautmomente, die quasi so paralympische Spiele einfach dann auch bereiten. Auch die Olympischen Spiele natürlich, aber das ist irgendwie das Tolle. So, jetzt so viel zu Ihrem Beruf erstmal. Wir wollen natürlich gleich noch wissen, was Sie jetzt machen. Machen wir nachher, jetzt gucken wir aber erstmal die private Seite des Matthias Berg. Und da ist nämlich auch was los. Konstanze Hollermann hat sie besucht. Da, wo andere ihre Arme haben, hat er nur 3 Finger. Matthias Berg, Jurist, Musiker und erster Beamter im Landkreis Esslingen. 3, 4? Nee, ums Eck. Okay, dann mache ich 3, 4. Er ist Ehemann und Papa einer 6-köpfigen Familie. Und wie haben sich die Eheleute Christina und Matthias Berg kennengelernt? Beim Skifahren am Arlberg. Zunächst, das ist klar, das ist wahrscheinlich, was jeder Mensch denkt, sieht man zunächst nur die Behinderung. Ja. Und dann nach so einer Woche Skifahren, da sieht man das gar nicht mehr. Und nicht nur Sport, sondern auch die Musik verbindet die beiden. Das Leben mit Behinderung hat Matthias Berg viel gelehrt. Seit Jahren ist er ein gefragter Motivationscoach. Wenn ich meine Gedanken nicht ändere,
dann ändere ich auch mein Handeln nicht. Wenn ich mich unwohl fühle und bin nicht bereit, meine Gedanken zu ändern, dann bleibe ich dort stecken. Aber bei all dem hat er immer noch genügend Zeit, mit seiner Tochter Ski zu fahren. Na, wer fährt besser? Die kleine Tochter oder Sie? Oh, es kommt so langsam. Ja, ja, die wird. Sie wird richtig gut. Ja, ja. Haben Ihre Kinder denn überhaupt so die musischen als auch die sportlichen Talente von Ihnen und Ihrer Frau geerbt? Ja, ich glaube schon. Also es fahren jetzt inzwischen alle Ski, auch die ganz Kleinen. Die sind jetzt, morgen werden die 4 Jahre alt. Oh. Und stehen jetzt schon das zweite Jahr auf den Skiern. Also die haben alle vor allem Spaß dran. Und das ist ja die Hauptsache. Mhm. Ja. Aha. Also da sind Sie nicht so der Leistungspapa, sondern sagt vor allen Dingen natürlich Spaß haben. Ja, genau. Ich würde auf einen Satz Ihrer Frau gerne noch mal eingehen. Das war ein sehr schöner, ich glaube auch ein sehr ehrlicher Satz, den sie gesagt hat, als sie sich damals im Arlberg kennengelernt haben, hat sie gesagt, ja, am ersten Mal guckt man auf die Behinderung, aber nach einer Woche ist es vergessen. Das ist ja ehrlich. Wie erinnern Sie sich an diese Situation? Ich meine, gerade in dieser Situation, Sie damals, und da steht die Frau des Lebens vor Ihnen und dann? Ja, sagen wir so, in der ersten Woche wusste ich noch nicht, dass es die Frau des Lebens ist. Da dachte ich nur, oh ja, richtig nett, auch nett unterhalten. Und dann merkt man natürlich am Anfang, bevor man sich kennt, wenn man sich noch nie gesehen hat, dann geht es ja schon los beim Handgeben. Gebe ich dem die Hand zum Gruß? Wo greife ich denn da hin? Ich habe es vorhin einfach gemacht. So, ja, ganz genau, richtig. Aber es tut sich nicht jeder leicht damit. Also diese Anfangshürden, da braucht man ein bisschen Zeit, da muss man beobachten dürfen. Da ist es mein Job zu sagen, Normalität herzustellen, Schritt vormachen, Hand ausstrecken, diese Brücken zu bauen. Und ich sage mir immer, wenn ich es nicht selber packe, wer soll es denn sonst machen? Das weiß keiner so gut wie ich selber, wie man das am besten hinkriegt. Und diese Brücken baue ich einfach auch gern. Ich bin einfach gern mit Leuten zusammen. Und diese Brücken bauen Sie natürlich auch beruflich aus. Das muss man auch dazu sagen. Ja, wir haben es gerade gesehen, Sie sind natürlich stellvertretender Landrat in Esslingen. Ganz kurz, für was sind Sie zuständig da? Also ich leite das Dezernat für Umwelt und Technik und bin eben Stellvertreter des Landrats. Das heißt, Grußworte schmettern und unterwegs sein. Ja. Auf jeden Fall haben Sie unglaublich viele Erfahrungen, natürlich auch durch Ihr besonderes Leben mit dem Handicap. Das geben Sie auch gerne weiter, auch als Coach und als Berater und auch jetzt in Ihrem Buch, Mach was draus. Ja. Ist das Ihr Lebensmotto? Ja, ich glaube schon. Ich habe lange danach gesucht, wie man denn das nennen könnte. Auch mal überlegt, such dir was und mach was draus, weil nur einfach mach was draus, ja aus was denn? Klar, der erste Schritt ist natürlich etwas finden, was einem Spaß macht, was man gerne macht, was man gerne besser machen möchte und dann mach was draus. Also sich darauf zu konzentrieren, was man hat und nicht was fehlt. Also wenn ich hier sitze und ein Glas Getränk, könnte ich sagen, wie soll ich denn da drankommen? Es geht ja überhaupt nicht. Ich kann aber auch sagen, ich sitze hier, das ist super, ich darf mit Ihnen sprechen. Und bin im Fernsehen und ähnliche Dinge mehr. Also wenn ich mich darauf konzentriere, darauf zu schauen, was geht denn, was ist möglich, dann ändert sich völlig die Antenne, die man ausrichtet. Auf was richte ich die aus? Auf das, was geht oder auf das, was hindert? Und das ist ganz wichtig. Das ist so der erste wichtige Schritt. Dann Verantwortung zu übernehmen. Ich könnte sagen, Chemie Grünenthal hat das Zeug hergestellt, das Kontergan, sollen die doch gucken, dass es mir gut geht. Mache ich aber nicht. Ist mir relativ wurscht, ehrlich gesagt. Weil das hilft mir letztlich überhaupt nicht weiter. Sondern ich habe sportliche Talente, ich habe musikalische Talente. Daraus was zu machen, das ist richtig schön. Kostet auch Kraft, kostet Selbstüberwindung, kostet Disziplin immer wieder mal. Aber ich behaupte, das ist es, was es ausmacht. Sehen Sie. Und ja, da braucht man gar keine Woche. Man muss Ihnen eigentlich nur 10 Minuten gegenüber sitzen und man vergisst sowieso alles. Mach was draus, das nehme ich mit. So heißt auch Ihr Buch. Sag herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Danke. So, und jetzt.